Heute geht's los mit dem Baumhaus von Bart. Häuschen vom Bad zu bauen, brauchen wir auch nicht allzu viele Sachen. Drei Sachen, um genau zu sein. Einmal ein bisschen Fichtenholz. Sucht euch am besten den Klotz aus, wo auch überall die Rinde dran ist. Dann holen wir uns ein paar Schilder raus. Welche Farbe ist wie immer dir überlassen. Und zum Ende noch ein paar Blätter für unser Baum natürlich. Ne? Ich empfehle einfach mal die ganz normalen Eichenblätter. Das Baumhaus vom Bad befindet sich, würde ich mal sagen, auf der Rückseite vom Haus, auf der linken Seite. Na, da könnt ihr selber so entscheiden. Kommt ja mal darauf an, wie groß ihr euch euren Garten natürlich hier gebastelt habt, wo ihr euch den dann platzieren möchtet. Der Grundriss für unseren Baum besteht erstmal aus vier Blöcke. Da machen wir noch ein paar Wurzeln ran. Ich würde sagen, auf der, ja, wenn wir jetzt von oben einfach mal gucken, hier auf der rechten Seite einmal vorne und zur Seite weg, setzen wir noch einen Klotz ran. Und auf der anderen Seite setzen wir hier nochmal einen Klotz ran und auf der Rückseite auch nochmal. Ne, dass wir so ein bisschen die Wurzel darstellen von unserem Baum. Den Baum wollen wir jetzt natürlich noch ein bisschen hochziehen. Wie hoch der Baum ist am Ende, kannst du ja auch dir aussuchen. Ich würde aber sagen, wir machen das so ein optisches, ja, passives Maß für unser, also mit dem Haus im Vergleich. Da würde ich mal sagen, setzen wir noch 1, 2, 3, 4 weitere Baumstämme rauf. Dann können wir das als erstmal hier auch ein bisschen hochziehen. Wenn wir dann unseren Baumstamm erstmal so weit hochgezogen haben, geht es weiter, dass wir auch oben noch ein paar Äste uns ranzaubern. Wir fangen hier einfach mal, würde ich sagen, auch wieder hier so ein bisschen auf der Vorderseite an. Ich setze mir zur Seite einfach mal hier zwei weitere Baumstämme ran. Dann kriege ich mal hier zur, ja, würde ich mal sagen, wenn wir von vorne gucken, hier mal auf die linke Seite. Hinten setze ich mir dann, würde ich mal sagen, auch nochmal drei weitere Baumstämme einfach mal so ran. Und zur Rückseite setze ich mir nochmal einer ran. So, dann haben wir unseren Baum eigentlich schon so gut wie fast fertig gebastelt. Jetzt wollen wir natürlich noch einmal einen Block weghauen. Das soll so das optische Maß so ein bisschen sein, dass wir hier einmal wegschlagen. Wenn wir das gemacht haben, fällt mir auf, dass uns zwei Sachen fehlen. Wir holen uns nochmal Schwarzeichenholzblöcke und Stufen davon raus. Natürlich müssen wir da dann auch unser Baumhaus draus basteln. Hätte jetzt mich echt gewundert, wie ich mir jetzt ein Baumhaus gebastelt hätte. So, wir holen uns erstmal die Schwarzeichenholzstufen zur Hand. Die platzieren wir, würde ich mal sagen, auf der Vorderseite beim Bäumchen. Setzen wir erstmal hier am Baumstamm 2 an und gehen jeweils zu, also jeder Seite hier nochmal eine weitere Reihe. So, unser Baumhaus hat ein Maß von 4x4. Ne, wir können immer gucken, unsere Klötze setzen wir natürlich immer in die Ecken. Haben wir hier vorne 4, machen wir an der Seite hier auch nochmal 4. Wenn wir hier mal gucken, zack. Ne, wir sollten dazwischen dann immer 2 haben, ne, dann soll es passen. So, dann können wir hier auch einmal zur anderen Seite das ziehen und hier in der Ecke auch nochmal einen Klotz hinsetzen. Unsere Ecken, würde ich mal sagen, erhöhen wir noch um einen weiteren Klotz, denn höher als 2 Blöcke wird unser Häuschen nicht werden, unser Baumhäuschen. Dann fangen wir auf der Vorderseite an, uns unseren Eingang natürlich zu basteln. Ich hätte meinen Eingang gerne hier auf dieser Seite, das heißt, ich mache mich das hier einfach mal zu. Und an den Seiten, würde ich mal sagen, machen wir unten wie oben einfach mal zack ein paar Stufen hin. Das machen wir einmal ringsrum. Und wenn wir dann wieder vorne angekommen sind, können wir dann einmal noch eine Decke draufziehen auf unser Baumhaus. Unser Baumhaus ist eigentlich komplett viereckig, ne? Und oben hat es auch kein spitzes Dach, einfach so ein plattes Dach, setzen wir dann auch mal rauf. So, dann sollten wir auch noch hier noch perfekt reinkommen ins Häuschen, können hier rausgucken, so hey, na, beobachtet uns hier irgendeiner im Baumhaus? Ich glaube nicht. Dann wollen wir natürlich noch ein paar Trittleitern anbasteln hier an unserem Baumhaus. Die hauen wir einfach mal hier mit einem Hammer und ein paar Nägeln einfach mal in den Baum rein. Und dann kann man natürlich auch hochklettern. Zu guter Letzt, was natürlich unser Baumhaus braucht, ist natürlich noch beim Baum die Blätter. Das heißt, nehmt euch eure Eichenblätter zur Hand und dann bastelt euch so ein bisschen was hin. Ich kann euch Tipp geben, wie wir am besten beginnen, um uns unsere Krone zu basteln. Wir beginnen erstmal oben auf unser Baumhaus uns eine Blätterplatte zu setzen. Einfach mal so gesagt, setzen wir uns eine Platte drauf an den Seiten. Auch ganz stumpf erstmal hier überall eine Blattreihe langsetzen. Das ist erstmal unser Grundmaß. So beginnen wir an sich. So, das sieht natürlich noch nicht so aus. Jetzt haben wir unser Baumhaus einen Hut aufgesetzt, wie man das so sagen möchte. Und jetzt können wir davon jetzt loslegen. Das heißt, wir fangen an den Seiten an. Ihr setzt euch hier so ein bisschen hin. Ihr könnt auch ruhig vor den Fenstern Blätter hinsetzen. Ne? Seid da nicht schüchtern, setzt euch da welche hin. Ihr solltet natürlich jetzt nicht so tief die Blätter machen. Ne? Das ist natürlich klar. Ich würde mal sagen, da wo das Baumhaus ist, das ist auch wirklich so das unterste Maß, wo, bis wohin wir unsere Blätter uns setzen. Ne? So, und das ist natürlich jetzt selber, sag ich mal, ein bisschen zeitaufwendig. Man muss selber gucken, wie man sich die setzen will. Jetzt hier so einfach mit euch, das hier ein paar Blabern, kriegt man auch nicht hin. Also ich nehme jetzt auch hier ein paar Minuten Zeit, setze mir meine Blätter hin und dann hören wir uns wieder, wenn die Krone auf dem Baum ist. Katsching und fertig ist meine Krone auf dem Baum drauf. So sieht das Endprodukt, dann würde ich mal sagen, bei mir aus. Also ihr müsst da ein bisschen dran rumbasteln, ein bisschen so gucken, wie es euch natürlich auch am besten gefällt, euch das Blätterwerk denn auf dem Baum auch noch ranzuzaubern. Und dann haben wir das Baumhaus von Bart fertig. Eigentlich relativ simpel und einfach, sich das als Deko-mäßig noch hinten hinzubasteln. Ist natürlich nicht das Einzige, was wir, sage ich mal, im Garten haben. Gibt noch ein paar andere leichte Sachen. Natürlich noch einen Sandkasten für Maggie. Dann natürlich noch eine Hundehütte für Knecht Ruprecht. Kann man natürlich auch noch
noch an die Hunde dran schreiben, ne, für die Leute, die, sag ich mal, die Simpsons nicht so oft gucken, ne, die müssen ja dann denken so, ey, von wem ist denn die Hundehütte? Ansonsten haben wir dann natürlich noch die berühmte Hängematte von Homer, ne, der kann ja sich natürlich hier immer reinlegen. Ich habe auch so überlegt, wie kann man das machen, dass man die auch nutzen kann. Guck mal, man kann jetzt, sage ich mal, hier so eine Falltür hochklappen, dann hast du ja eigentlich auch fast wie so eine Hollywood-Schaukel. Oder du klappst es runter und dann kannst du dich hier so lang legen. Ah, und dann entspannen wir hier bei einem schönen Duff und dann genießen wir den Tag. Und zu guter Letzt gibt es im Garten natürlich auch noch einen Grill, ganz simpel, einfach. Einfach hier mit so einem Schmelzöfen, zack, kannst den Grill basteln. Tja, und das ist denn der Garten von den Simpsons, aber wir wollten ja, sag ich mal, Hauptthema war ja jetzt hier natürlich das Baumhaus vom Bart. In der nächsten Folge geht es dann auch so langsam ran, dass wir die Tour machen von den Simpsons Haus. Es ist jetzt fertig eingerichtet und ich wollte jetzt erstmal noch den Garten zusammenbasteln, ne, dass wir dann noch ein schönes, komplettes Video haben, ne, wo wir dann einmal das ganze Haus, ja, begehen. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen. Ich wünsche dir viel Spaß natürlich beim Nachbasteln von unserem Baumhaus. Ist natürlich auch noch eine schöne Idee, dass ich überhaupt mal irgendwo eine Stadt hinzubasteln. Nur so eine kleine Deko-Sache, so ein Baumhaus, das stört ja nicht. Ja, ansonsten wünsche ich dir wie immer viel Spaß beim Nachbauen und dann hören wir oder sehen uns zur nächsten Folge wieder. Also haust rein und tschüss!